Ja, in der Tat gibt es die GEZ nicht mehr. Es gibt keine Gebühreneinzugszentrale mehr, weil das System 2013 umgestellt worden ist in einen sogenannten Beitragsservice. Die Landesrundfunkanstalten, die wir haben in Deutschland, haben sich zusammengeschlossen zu einer nicht rechtsfähigen Gemeinschaft, zu diesem Beitragsservice. Wer dort Groll empfindet gegen seine Landesrundfunkanstalt, der hat die Möglichkeit zu sagen, ich bin nicht bereit, weiter das als Giralgeld zu bezahlen, ich möchte das in bar bezahlen. Moin Moin und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Große Freiheit TV. Mein Name ist Martin, wir sind hier auf der Eigentümlich-Frei-Konferenz hier mit dem Moderator dieser Konferenz, Herr Carlos A. Gebauer, unter anderem Jurist, und er wird uns jetzt erklären, warum es die GEZ nicht mehr gibt. Ja, in der Tat gibt es die GEZ nicht mehr. Es gibt keine Gebühreneinzugszentrale mehr, weil das System 2013 umgestellt worden ist in einen sogenannten Beitragsservice. Und das ist ein bisschen, wie ich immer sage, Jura am Horeck. Die Rundfunkanstalten, die Landesrundfunkanstalten, die wir haben in Deutschland, haben sich zusammengeschlossen zu einer nicht rechtsfähigen Gemeinschaft, zu diesem Beitragsservice. Von dem bekommt man dann Post, aber die, die das Geld einnehmen, sind natürlich nach wie vor die Anstalten. Die geben es ja auch aus. Sie sagen nicht rechtsfähige Gemeinschaft. Was bedeutet das für den Nicht-Juristen? Das ist kein eigener Rechtskörper. Also in den Schulbüchern für Juristen steht immer, eine Gesellschaft bürgerlichen Rechtes ist ein eigenes Rechtssubjekt, aber eine Gemeinschaft ist kein Rechtssubjekt, sondern besteht nur aus ihren einzelnen Mitgliedern. Das heißt, dieses Nicht-Rechtssubjekt kann auch keine Verträge abschließen oder ist nicht handlungsfähig. Genau, kann man so ist nicht, das, ja. Und vor allem kann nicht verklagt werden, ja. Also haben wir es da mit einem Geist zu tun oder wie kann man das als runterbrechen? Geist ist eine schöne metaphysische Bezugnahme, das könnte man so sagen. Ja, es schwebt so ein bisschen ein Etwas durch die Welt und wie es im Hintergrund organisiert ist, habe ich nie erforscht. Ich glaube, der Beitragsservice hat durchaus auch eine Leiter, einen Geschäftsführer, einen was auch immer, und von irgendwo wird er sein Geld bekommen. Ob jetzt der WDR oder der Bayerische Rundfunk gesagt hat, für alle, wir bezahlen den und ihr bezahlt stattdessen die Miete, die Einzelheiten kenne ich nicht. Okay, aber letztendlich ist es viel Geld, es sind über 8 Milliarden Euro jedes Jahr, die abkassieren. Mhm. Und Sie haben jetzt vielleicht ein Schlupfloch gefunden oder ein juristische soll man sagen, Besonderheit rausgearbeitet und auch geklagt, wie man sich vielleicht sogar dagegen wehren kann oder ja. Wie ist die Situation? Also insofern bin ich sehr dankbar, dass wir hier mal darüber sprechen und hoffe, dass möglichst viele Menschen dieses Gespräch auch sehen, um auch den einen oder anderen Irrtum auszuräumen. Was ich mit Norbert Herring getan habe oder noch immer tue, meinem Mandanten, der mir auch erlaubt hat, darüber zu reden, normalerweise tut ein Anwalt das ja in der Öffentlichkeit nicht, was ich mit Norbert Herring getan habe und tue in diesem Prozess, ist, eine Rechtsfrage klären zu lassen, nämlich die Rechtsfrage, was ist das gesetzliche Zahlungsmittel in Deutschland und innerhalb der Europäischen Union, jedenfalls in den Ländern, die dem Euro angeschlossen sind. Und das ist eingebettet in einen Prozess gegen den Hessischen Rundfunk. Sozusagen die Einflugschneise ist eine rundfunkbeitragsrechtliche. Und nur weil wir innerhalb der ehemaligen GEZ, um das Wort nochmal oder die Abkürzung nochmal einzuführen, weil wir innerhalb der GEZ diese Rechtsfrage klären, deswegen ist sozusagen auch die Beobachtung der Kritiker des öffentlichen Rundfunks auch auf dieses Verfahren gerichtet. Was bedeutet gesetzliches Zahlungsmittel? Das gesetzliche Zahlungsmittel ist nach dem altehrwürdigen Paragraphen 14 des Bundesbankgesetzes von 1956 alles Geld, was damals die Bundesbank als Banknoten in den Verkehr gebracht hat. Also der gute alte 100er oder der 50er oder der 10er. Dieses Papiergeld, das ist das gesetzliche Zahlungsmittel. Und wenn man es präzise juristisch ausdrücken möchte, kann man sagen, jede auf Geldzahlung lautende Schuld muss mit Bargeld getilgt werden können. Getilgt werden können. Das heißt, ich kriege eine Zahlungsaufforderung, wenn ich sage, ich akzeptiere diese Schuld oder es ist unstrittig, dass ich das zu zahlen habe oder unsere Zuschauer, wie zum Beispiel den Beitragsservice, dann sagt der Paragraph 14, dass der Beitragsservice das auch in Banknoten annehmen muss, in Euronoten jetzt. Exakt so ist das. Also das Verfahren geht nicht
um die Frage, ob überhaupt dieser Beitrag geschuldet ist. Das ist nicht Gegenstand dieses Prozesses, sondern Norbert Hering sagt, der ist geschuldet und der ist auch in Ordnung und den will ich auch bezahlen, aber ich will ihn mit dem einzigen gesetzlichen Zahlungsmittel bezahlen. Und jetzt wird es, um an der Stelle nochmal den juristischen Rundflug sozusagen zu starten, jetzt wird es nochmal ganz dogmatisch. Der Rundfunk in Deutschland ist Ländersache. Es gibt also keinen Rundfunk der Bundesrepublik Deutschland, sondern es gibt nur Landesrundfunkanstalten, weil die Bundesrepublik eine Föderation ist. Und die Landesrundfunkanstalten haben sich zusammengetan wie fremde Staaten in einem sogenannten Staatsvertrag. Und das ist der Rundfunkstaatsvertrag. Das heißt, 16 Länder kommen zusammen und schließen einen Vertrag, so als wären sie 16 Nachbarn, und sagen, wir tun uns zusammen und machen gemeinsam Rundfunk. Das ist der Rundfunkstaatsvertrag. Und aus diesem Rundfunkstaatsvertrag entwickelt werden dann in jedem einzelnen Land die Landesrundfunkanstalten. Die bekommen Satzungen und dort in den Satzungen ist dann geschrieben worden, auch beim Hessischen Rundfunk, unseren Beitrag kann man nur per Überweisung, Lastschrift oder Einziehungsermächtigung bezahlen, also als sogenanntes Giralgeld bei der Bank. Und das ist rechtswidrig und das ist der große Kern auch unseres Prozesses, wo das Bundesverwaltungsgericht am 27. März 2019 gesagt hat, in der Tat, so geht's nicht. In der Satzung einer Anstalt kann man nicht bestimmen, dass Bargeld ausgeschlossen ist. Man kann nicht das Bundesbankgesetz in einer Satzung überschreiten und darüber hinweggehen und sagen, wir machen es aber anders. Genau so ist das. Oder um noch ein anderes Beispiel zu bilden, das vielleicht eingänglicher ist und besser verständlich in der ganzen sozusagen juristisch-dogmatischen Absurdität. Es wäre ungefähr so, als würde man in die Satzung der Gemeinde Zinnowitz schreiben, dass Mord hier erlaubt ist an Mittwoch. Okay, und wäre das jetzt für unsere Zuhörer eine Möglichkeit, wenn man sagt, man möchte jetzt GZ möglichst ärgern oder rauszögern oder man möchte auf sein Recht bestehen, mal andersrum auch vielleicht betrachtet, dass ich jetzt sage, okay, ich akzeptiere das erstmal, aber ich will in bar bezahlen. Jetzt nicht in, wahrscheinlich nicht in Centstücken, darf man wahrscheinlich auch nicht, aber gibt bestimmt irgendwelche Regelungen, dass man sagt, also wie könnte man da vorgehen? Was wäre jetzt eine konkrete Handlungsalternative für denjenigen, der nicht unbedingt das Geld überweisen möchte? Gut, also wer dort Groll empfindet gegen seine Landesrundfunkanstalt, der hat die Möglichkeit zu sagen, ich bin nicht bereit, weiter das als Giralgeld zu bezahlen, ich möchte das in bar bezahlen. Dann bekommt er in aller Regel Post von seiner Rundfunkanstalt. Da wird verwiesen auf ein Urteil des Oberverwaltungsgerichtes Münster vom 13.06.2017. Tatsächlich, dieses Urteil gab es, beziehungsweise es war ein Beschluss des Oberverwaltungsgerichts Münster. Und das Oberverwaltungsgericht Münster hat dort falsch, rechtlich unrichtig gesagt, § 14 Bundesbankgesetz müsse man nicht so ernst nehmen. Das gelte nicht für Massenverfahren und im Übrigen sei das schon ganz gut, dass man da zur Verwaltungsvereinfachung nur Giralgeld nimmt. Die Münsteraner Richter hatten an der Stelle schlicht das Gesetz nicht zutreffend gelesen und sind inzwischen vom Bundesverwaltungsgericht in einem anderen Verfahren korrigiert worden, berichtigt worden. Also das höchste Gericht hat das klargestellt. Ich kann also jetzt zu meiner Rundfunkanstalt gehen, da wo ich wohne. Ich kann zum WDR gehen oder wenn man hier in Zinnowitz wohnt, kann man wahrscheinlich zum NDR gehen oder in Berlin zum RBB und kann sagen, ich möchte in Bargeld bezahlen. Das macht man am besten in Schriftform, dass man sagt, wo kann ich das Geld hinschicken, denn, und das ist auch ganz, ganz wichtig, da kursiert sehr viel Unrichtiges auch durch das Internet. Es reicht nicht, das einfach nur anzubieten und zu sagen, kommt zu mir nach Hause und holt es euch ab, sondern Geld ist eine sogenannte Schickschuld. Ja, keine Hohlschuld, keine Bringschuld, sondern eine Schuld. Man muss das Geld schicken. Und man muss es dorthin schicken, wo der Sender seinen Sitz hat. Und das muss man anbieten. Und wenn man dann keine Antwort bekommt oder dieses Formschreiben wieder, wo der Rundfunk sagt, OVG Münster sagt, alles sei anders, dann kommt der Rundfunk in sogenannten Annahmeverzug. Das heißt, er müsste annehmen, tut es aber nicht gehörig. Und das ist dann der Punkt, wo man aufhören kann zu zahlen und warten muss, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Das wäre jetzt eine konkrete Handlung, die man relativ sicher machen könnte oder gibt es da irgendwie... Die kann man, wenn man es richtig ausdrückt, es gibt natürlich viele Fallstricke, man sollte es schon mit den richtigen Worten sagen und auch immer... Wo finde ich diese Worte? Beim guten Anwalt neben der Bahnhofsbuchhandlung, hätte ich fast gesagt. Mhm. Früher sagte man immer, alle Bücher gibt es auch in der Bahnhofsbuchhandlung.
es ist gut, wenn das jemand macht, der sich ein bisschen mit Jura auskennt, weil es dann doch sehr, sehr verästelt wird ab einem bestimmten Zeitpunkt. Und es wäre sehr, sehr unerfreulich, wenn jemand sich da sozusagen verhaspelt. Wenn man es seriös machen will, sollte man es dogmatisch sauber machen. Super, dann bitte ich vielleicht auch mal unsere Zuschauer, wenn jemand da was hat, das in die Kommentare zu schreiben für die anderen. Vielleicht einen Link, Verweis darauf. Sie haben jetzt sehr begrenzte Zeit nur, weil Sie gleich die Konferenz weiter moderieren. Was sind so die Themen, die Sie noch beschäftigen, außer gegen die GZ zu klagen, hätte ich jetzt gesagt, aber es ist natürlich nicht ganz akkurat. Was beschäftigt Sie sonst noch, Herr Gebauer? Also ich glaube, eines der ganz wesentlichen Themen meiner Arbeit ist nach wie vor die Frage, wie kann man juristisch dafür sorgen, dass jeder einzelne Mensch seine eigenen Rechte und seine eigene Freiwilligkeit möglichst optimal anderen gegenüber durchsetzt und sich so wenig wie möglich dem Zwang anderer unterwerfen muss. Zwang und Macht sind immer etwas, was mit Missbrauch verbunden ist, was gefährlich ist und was dann sehr, sehr bald auch Unfrieden stiftet. Ich werde gleich auch ein kleines Referat hier halten und einen kleinen Überblick geben über das Verfassungsrecht der Bundesrepublik Deutschland. Und das Spannende ist, wenn man das Grundgesetz liest, da steht, alle Macht geht vom Volke aus. Und wir sagen, es gibt einen Gewaltmonopolisten. Das heißt, verfassungsrechtlich ist immer schon mitgedacht und vorausgesetzt, es gibt Macht und es gibt Gewalt. Wie wäre es denn, wenn es keine Macht gäbe und wenn wir auf Gewalt verzichten? Darüber kann man nachdenken. Und wenn man dann zu dem Ergebnis kommt, dass man Gewalt offenbar nicht abstellen kann, weil der liebe Gott die Welt so gebaut hat, dass immer auch Gewalt ist, dann ist die Frage, wie geht man mit Gewalt richtig um, wie organisiert eine Gemeinschaft, eine Gesellschaft sie, damit niemand überfahren wird. Das ist das Thema, das ganz große Thema. Sehr spannend, auch Ihr Buch Alle reich oder warum wir alle reich sein könnten, das ist auch sehr empfehlenswert. Wenn Sie noch, haben Sie noch ein Abschlusswort oder war das das Abschlusswort? Also all diejenigen, die uns hier zuhören und über den Beitragsservice nachdenken, all denen kann ich nur sagen, beobachten Sie, was der Europäische Gerichtshof mit unserem Prozess macht. Auch da wird wieder feinjustiert werden und es bleibt spannend. Super. Dann Herr Carlos Gebauer. Also Sie verunsichern mich irgendwie, weil Sie so eine starke Persönlichkeit sind, sage ich jetzt mal. Ich kann es gar nicht richtig auf den Punkt bringen. Also meine große Bewunderung. Und dann danke, super. Und ich hoffe, es hat euch auch gefallen. Und dann wünsche ich uns noch eine schöne Veranstaltung. Ich danke Ihnen sehr.